Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ach ja, 5 Jahre sind vergangen, seit ich mein letztes Let's Play beendet habe. Ja, jetzt kommt endlich wieder ein neues. Schon lange angekündigt, jetzt ist es soweit. Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, ein Spiel für die Nintendo GameCube. Vierte Generation ist noch nicht dabei. Kleine Anspielung, zwar vielleicht. Aber trotzdem behandelt sie immer noch die dritte Generation Rubin, Saphir und Smaragd. Ein dunkles Lugia wird kontrolliert und schleppt ein Schiff weg. Das fängt ja schon mal gut an. Was kommt jetzt? Ein Kampf! Damit man schon mal das ein bisschen kennengelernt, wir kämpfen mit einem Rutalander gegen einen Metagross. Metagross hat hier natürlich keine Chance. Zweimal Erdbeben. Und es kann schon abdüsen. Das war's auch schon. Sim-Trainer Lauris. Okay, See, das war's dann für heute. Das war wirklich ein sehr schöner Kampf, See. Deine Kampftechnik hat sich unglaublich verbessert. Beeindruckend, wie leicht du mit diesem großen Pokémon zurechtkamst. Du bist so vertraut mit ihm umgegangen, als wäre es dein Evoli gewesen. Findest du nicht auch, du könntest langsam anfangen, neben deinem Evoli auch noch andere Pokémon zu trainieren? Gute Idee. Tja, und mysteriös fängt das hier schon alles an. Hallo Seth, hast du dein Training beendet? Du weißt, dies ist das Laborchefbüro. Seth, wolltest du Professor Klein sprechen? Aber, Yolanda, seien Sie doch nicht so hochoffiziell. Aber übrigens, Seth, weißt du, dass der Sim-Coach vollkommen begeistert ist von dir? Ich hörte, deine Kampftechnik macht enorme Fortschritte. Das ist großartig, Seth. Ich hätte bestimmt überhaupt keine Chance gegen dich. Ich wünschte, meine Kinder würden nicht immer so furchtbar gelobt werden. Meine Kleine und auch ihr großer Bruder sind bald vollkommen verzogen. Nur keine Sorge, sie können wirklich stolz auf Seth und Sina sein. Ich habe Sina übrigens schon seit dem Mittagessen nicht mehr gesehen. Seth, ich frage dich nur ungern, aber könntest du bitte Sina suchen? Ich bin sicher, du weißt das schon, Seth. Einige Laborprojekte befinden sich in einer kritischen Phase. Deshalb bin ich hier absolut unabkömmlich. Suchst du für mich bitte nach Sina, mein Schatz? Das ist lieb von dir. Auf meinen Großen ist eben Verlass. Sina ist bestimmt nicht allzu weit weggelaufen, aber sucht trotzdem vielleicht auch draußen. Deine Mutter hat recht, Seth. Nach 5 langen Jahren steht ein wichtiges Projekt kurz vor seinem Abschluss. Und für das Gelingen ist das Fachwissen deiner Mutter essentiell. Da fällt mir ein, ich habe ein PDA in dein Zimmer gelegt, Seth. Sieh ihn dir an. PDA steht für Pokémon Digital Assistent. Er ist ein sehr nützliches Utensil. Der PDA kann unter anderem auch als Mailbox verwendet werden. Du wirst seine vielen Funktionen noch kennenlernen. Und er ist leicht zu bedienen. Bestimmt willst du bald gar nicht mehr ohne ihn sein, Seth. Ach ja, schon viele Erklärungen hier.
Ja, das war zum Beispiel eine erste Anspielung dafür, dass das hier 5 Jahre nach Pokémon Colosseum abspielt. Es wird aber noch mal genau gesagt. Und das werde ich euch zeigen. Wenn wir das Spiel so weit gespielt haben, dass es soweit ist. So, muss ich hier hin? Ich glaube ja. Nein. Nee. Seht, hast du Sina gesehen? Wir haben Verstecken gespielt. Aber Sina ist schon eine ganze Weile weg. Vielleicht spielt sie in ihrem Zimmer, seht. Okay, das war nichts. Dann mal eben nach unten fahren. Hier müsste es sein. Oder besser gesagt, das, was ich suche. Genau. Das ist das Zimmer von Seed. Vor kurzem muss ich allerdings wohl seine kleine Schwester hier aufgehalten haben. Hey, da liegt etwas auf dem Tisch. Erstmal diese Kiste angucken. 3-mal Trank. Oder 3 Tränke. Der PDA. Wenn du diese E-Mail liest, hast du deinen PDA aktiviert. Probier ruhig alle seine Funktionen aus. Übrigens haben Karl und Sina nicht Verstecken gespielt. Sprich doch mal mit Karl. Karl, was sollte das denn? Ja. Der Typ, mit dem wir gerade gesprochen haben, das war Karl. Aufgrund dessen müssen wir nochmal mit ihm sprechen. Ah, du hast mich erschreckt. Oh, ach so, du bist Seth. Ich bin Karl. Du suchst Sina, wir spielen eigentlich gerade Verstecken. Ist sie denn hier nicht irgendwo? Na, vielleicht ist sie zu Dr. Abacus anwesend. Da ist ein gruseliges altes Haus, südöstlich von hier. Wir spielen Verstecken und Sina muss ich mich finden, hoffentlich bald. Mir tut schon alles weh. Absoluter Lesefail. Hi, seht, es ist so laut im Aufenthaltsraum und ich wollte sehen, was da los ist. Die Nachrichten kommen gerade, vielleicht ist etwas Schlimmes passiert. Blablabla. Ja. Nachrichten, ONDS, die Nachrichten. Es ist den Behörden immer noch nicht gelungen, das jüngst vor der Küste von Porta Portos verschollene Frachtschiff Libra aufzuspüren. Es liegen auch noch keine Hinweise über angeschwemmtes Treibgut vor, was den Untergang des Schiffes bestätigen würde. Das spurlose Verschwinden bleibt weiter rätselhaft. Berichten zufolge befanden sich einige Pokémon an Bord. Die Sorge um deren Wohlbefinden wächst. Wow, ein Frachtschiff mit Pokémon an Bord ist spurlos verschwunden. Geht das denn überhaupt? Das klingt doch ziemlich unwahrscheinlich. Guckst du keine Intro-Videos, Mann? Dann wüsstest du, warum das verschwunden wäre. Das sollten die echt mal ändern. Das ist wirklich so... Oh, das Intro irgendwie komplett anders ist. Und hey, was ist denn jetzt so? Schiff verschwunden? Wieso sagen die das denn? Nicht so alles schon spoilern. Dunkles Lugia klaut hier so ein Schiff. Und so. Weiß man ja schon alles. Finde ich blöd. Abacus Anwesen. Da wollen wir hin. Oder besser gesagt, da müssen wir hin. Wer kennt dieses Pokémon nicht? War ein Springboden, wäre da nicht Kyogre besser gewesen? Ah ja. Müssen die ja selbst wissen. Halt, wer da? Du musst ein Einbrecher sein. Calvin wird dir heimleichen. Beweg dich nicht vom Fleck. Mein Name ist Calvin und Calvin, also ich, der einmalige Assistent von Dr. Abacus. Calvin ist außerdem der einzige Assistent, deshalb auch einmalig. Von einfachen Wörtern haben die wirklich keine Ahnung. Die würden wirklich so zweimalig, dreimalig sein. Ich bin ein dreimaliger Assistent von Dr. Abacus. Ach ja, ja, als Start-Pokémon haben wir hier eine Evoli. Level 10. Ja. Aber dafür geht das Level auch nicht so hoch wie bei Colosseum.
Gewöhnt euch nicht an die Einzelkämpfe, denn es ist wie bei Kolosseum. Sobald man hier ein zweites Pokémon bekommt, wird es nur noch Doppelkämpfe geben. Ist doch super. Eigentlich. Ich finde das super. Calvin hat verloren. Oh.